An der Liebigschule findet heute Handballstars Go School statt. Und ja, wir sind ganz glücklich, dass wir heute so prominente Handballspieler da haben. Heiner Brandt, wir sind die einzige Schule, die er mit besucht. Und ja, man sieht im Hintergrund viele begeisterte Handballspielerinnen und Handballspieler der 5. bis 7. Klasse, die für die Liebigschule spielen und sich das echt verdient haben. Es findet Talentsichtung, Talentförderung statt, die organisiert ist von Toyota, von dem Deutschen Handballbund und der Handball-Bundesliga zusammen. Schulklassen oder junge Leute haben die Möglichkeit, mit prominenten Sportlern zu trainieren und in diesem Fall ist es Christian Schwarzer. 750 Schulen haben sich ja dafür beworben. Eine ganz, ganz engagierte Kollegin, Frau Reisner-Peyer, hat die Hand gehoben. Wir haben gemeinsam die Aktion auf den Weg gebracht und hatten einfach Erfolg. Und zweifellos auch ein bisschen Glück, dass wir jetzt die einzige Schule deutschlandweit sind, bei der nicht nur Christian Schwarzer teilnimmt, sondern eben als Schirmherr auch der Bundestrainer Heiner Brandt. Die grundlegende Idee des Projektes ist, Handball an der Schule publik zu machen, zu werben für den Handballsport und ja, damit auch die Arbeit an den Schulen und in den Vereinen zu stärken. Für die Liebigschule ist das absolut klasse, weil wir als Schulsportleistungszentrum, wir arbeiten viel mit talentierten Handballspielerinnen und Handballspielern und wir haben ja mit Frau Grölz auch Handballprominenz an der Schule und ja, heute wird das mal gewürdigt, was am Schulsportzentrum läuft und auch wie die Schüler sich engagieren. Für mich persönlich ist es einer von vielen Wegen, junge Leute zu fördern, zu fordern und das Nachwuchsprojekt des DHB weiter voranzutreiben. Natürlich in der Hoffnung, dass aus solchen Aktionen vielleicht auch irgendwann mal dann Spieler kommen, die dann auch für die Nationalmannschaft oder zunächst für die Bundesliga und dann für die Nationalmannschaft interessant sein können. Die Schüler, die jetzt hinter uns trainieren, das sind alles Schülerinnen und Schüler der Wettkampfklasse 4, die bei Jugendtrainiert für Olympia für die Liebigschule antreten. Und ja, die stammen aus den Klassen 5 bis 7. Und ja, wer nicht sofort mitbekommen hat, dass es stattfindet, der hat sofort gefragt, ich bin doch auch dabei, kann ich auch einen Zettel haben? Also die Begeisterung ist unheimlich groß. Für mich ist das sehr schön, da lernt man auch viel mehr und ich finde es einfach schön. Ich lerne den Trainer kennen und ja, wir trainieren mit sozusagen Berühmten. Ich bin aber Schirmherr dieser gesamten Aktion und das ist für mich eigentlich selbstverständlich, dass ich versuche, zumindest ab und zu mal dabei zu sein. Gießen hier mit der Liebigschule ist sicherlich eine hervorragende Schule, die ja schon einige Auszeichnungen nicht nur im Bereich des Sports erhalten hat. Und insofern bot es sich an, auch aufgrund der Nähe und meiner Nähe zu einigen Spielern und früheren Mannschaftskameraden auch mal hier hinzukommen. Auf diese Art und Weise jetzt Kinder zu begeistern. Hinter mir im Hintergrund sieht man die Kinder mit Begeisterung spielen und auch auf den Tribünen sitzen hunderte von Kindern, die zuschauen. Es ist gut, dass Kinder angesteckt werden von diesen Vorbildern und begeistert werden für diesen Sport.